Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und vorab muss ich euch unbedingt mal was einblenden. Was geht denn hier ab, Digger? Würde ich jetzt mal fast so einen Satz aus meinem letzten Stream von Samstag zitieren hier. Fand ich ganz, ganz witzig und ich fand es natürlich amazing. Ich war ganz im Boost und ihr seht das hier, das ist so ein kleiner Schnipsel aus meiner YouTube-Statistik bzw. aus dem sogenannten Videomanager. Dort kann man sehen, dass das Video jetzt schon etwas über 6000 Aufrufe hat. Also der Livestream, der geht noch bis knapp vor 7000, hört das dann auf. Das kann ich allerdings, ich sehe das etwas eher als ihr. Aber trotzdem muss ich sagen, ihr seid echt spitze. Vielen lieben Dank für den Support und natürlich auch für die vielen neuen Zuschauer, die ich in dem Kanal hoffentlich gewonnen habe. Das hat mich außerordentlich gefreut. Das hörte ja fast überhaupt nicht so wirklich auf zu bimmeln am Samstag. Und es hat mich, ich war innerhalb des Streams schon sehr überfordert. Ich glaube, wir hatten im High Peak 384 Zuschauer und das ist natürlich für diesen Kanal hier bombastisch. Also dafür nochmal von mir Doppeldäume oder Doppelpeace oder was auch immer hoch. Also ihr seid wirklich klasse und nochmal vielen lieben Dank für den Support an dieser Stelle mal gesagt. Ja, worum geht es eigentlich in der Folge? Ihr habt das sicherlich im Thumbnail gesehen. Da war die Tornadofalle abgebildet und gibt es da vielleicht einen kleinen Bug? Wir haben im letzten Clankrieg, ja, den haben wir verloren. Das ist aber nicht so schlimm, wir gehen ruhig mal rein. Wir haben eigentlich ein bisschen mehr vom Gegner erwartet, aber mit 78, 81 waren wir noch ganz gut bedient, muss man sagen. Denn die Bases der Gegner, die waren bockschwer. Unsere Bases sind jetzt auch nicht einfach. Die sind auch nicht einfach und ihr seht das hier auf etliche Bases, haben die auch zwei Versuche gebraucht. So ist es nicht. Allerdings haben wir hier etwas mehr natürlich offen gelassen, weil wir auf unsere Dip-Angriffe den einen oder anderen Fail leider hinnehmen mussten, vor allen Dingen auf die Elver hier. Und von daher waren es einfach schwierige Bases, das nehmen wir mal so hin. Wir hatten eine etwas höhere Klatsche sogar erwartet, das ist aber nicht so schlimm. Aber ich wollte auf einen Angriff mal so ein bisschen ganz, ganz besonders eingehen. Wir gucken uns dann noch einen zweiten an, das ist überhaupt kein Thema bei mir hier auf dem Kanal. Aber das Video sollte jetzt auch so ein bisschen kürzer sein. Ich weiß auch nicht, ob heute überhaupt das Update kommt oder sowas, keine Ahnung, aber trotzdem wollte ich das festhalten, bevor es dann nach dem Update unter Umständen nicht mehr da ist. Und es ist hier ein Angriff von unserem Eyewitness. Ihr seht das hier, auf die Nummer 1 hat er angegriffen, einmal zwei Sterne und dann auf die Nummer 14, also auf den Dip, auf den Elver mit 90% mit einem Stern. Und auf den wollte ich mal ganz, ganz besonders hinweisen. Wir können uns den jetzt mal angucken in der Wiederholung. Und er startet also irgendwo hier oben, glaube ich, mit einem Elektrodrachen, um so ein bisschen den Funnel herzustellen hier. Er hat hier Hogrider im Gepäck, das seht ihr hier. Also Ziel ist natürlich bei Hogrider-Angriffen, dass die Queen weg ist, dass du irgendwie vielleicht schon mal den Multi-Inferno wegbekommst, dass du, wenn du so weit kommst, den Adler schon mal mit wegkriegst. Also möglichst viele Sachen rausnehmen, aber vor allem den Queen und CB. Die müssen halt hin sein und ich gehe jetzt schon mal, ja, ich glaube, ich gehe jetzt noch nicht in vierfache Geschwindigkeit. Das mache ich jetzt gleich kurz, bevor ich dann mal in die Super Slow Motion hier gehe in diesem Spiel, denn es gibt ja auch die halbe Geschwindigkeit. Finde ich auch sehr, sehr gut, nutze ich heute mal wieder. Also hier geht es jetzt weiter mit dem sogenannten Kill Squad, King, Queen und ich glaube eine Valkyrie habe ich da noch gerade so eben irgendwo gesehen. Oder nee, das war die gegnerische Valkyrie. Okay, das war die gegnerische Valkyrie. Aber jetzt gehe ich, glaube ich, jetzt gehe ich auch noch nicht nah genug rein. Jetzt gehe ich einmal in Vierfach und in Halbfach rein, glaube ich. Ja, kann ich ruhig schon mal machen. Ich mache das ruhig schon mal, weil ich muss es jetzt ein bisschen größer machen. Ihr seht, das Kill Squad hier geht noch ganz gut durch diese Base durch. Die Queen macht jetzt erstmal die Kanone und hier hinten auf 3 Uhr geht es dann gleich los mit den Hogridern. Ich gehe jetzt noch ein bisschen näher genau auf diese Ecke rein, denn hier haben wir das Gefühl, wird es gleich buggy. Hier haben wir das Gefühl, wird es gleich buggy. Direkt vor der Queen muss ich das kurz mal anhalten und erklären. Direkt vor der Queen steht die Tornadofalle, also direkt hinter der Mauer, die Queen jetzt gerade macht. Da ist die Tornadofalle und jetzt schaut mal, was die Tornadofalle gleich mit den Hogridern macht. Ich meine, wir wissen ja, was sie mit den Hogridern macht. Die fangen dann an zu tanzen oder hängen da halt irgendwie in der Mauer rum. Aber was sie noch zusätzlich macht, das ist eigentlich nicht richtig und das empfinden wir so ein bisschen als, ja, als kleinen Bug. Wenn ihr
Ähnliches schon erlebt habt oder aber ihr könnt das vielleicht sogar bestätigen. Ihr seht das jetzt rechts, geht es mit den Hocks weiter und ich halte hier jetzt nochmal an, denn oberhalb der Queen kommen jetzt die nächsten Hocks. Ihr müsst da jetzt genau hingucken und zwar so genau wie ich jetzt hingucke. Also die lassen wir mal außer Acht, die kommen gleich auch in den Inferno-Strahl rein und wir konzentrieren uns mal nur genau auf diese Ecke hier. Die Queen schafft jetzt die Mauer und jetzt kommen die Hocks rein. Guckt euch die Hocks genau an. Die Hocks haben im Moment noch volles Leben. Ein, zwei Hocks kriegen jetzt natürlich schon auch Beschuss von dem Multi. Überhaupt keine Frage. Die Queen wird jetzt gezündet und ist damit unsichtbar. So, jetzt kriegen die Hocks natürlich ein bisschen Beschuss. Der Hawk Rider hier kriegt ein bisschen Beschuss, also der da ganz links außen ist und alle anderen. Ihr seht ja jetzt die Balken hier. Ihr müsst jetzt einmal auf die Balken gucken, denn der Multi-Inferno ist jetzt noch rechts auf den Hawk Ridern und jetzt schaut euch die Balken an. Da kommt noch ein Heilzauber. Da kommt noch der Heilzauber rein. Aber jetzt an der Stelle ist der Inferno weg. Der Inferno ist also weg. Der Multi ist down. Der Bogenschützenturm hier schießt nur auf die beiden Hawks hier, die da an der Mauer kleben und gleich rüberspringen. Aber jetzt schaut mal. Und er schießt nichts anderes mehr. Es kann nichts anderes mehr schießen. Außer der Bogenschützenturm. Der X-Bogen hier, der kann natürlich noch auf den einen oder anderen Hawk Rider schießen, der in seiner Range ist. Das sind aber hier die ersten. Aber jetzt schaut mal, wie da die Heal Points runtergehen. Seht ihr das da? Wie da die Heal Points runtergehen? Guckt euch das mal an. Und die Tornado-Falle. Die Tornado-Falle macht leichten Schaden. Leichten Schaden, so steht es auch in der Beschreibung. Und sie macht auf Level 3 10 Sekunden, 8 Schaden. Und auf Level 2 macht sie, glaube ich, auch 10 Sekunden, 8 Schaden. 8 Sekunden, 8 Schaden. Ich glaube, dort macht sie etwas weniger Sekunden, etwas weniger Schaden. Ich glaube, es sind 64 Schaden pro Sekunde, die hier pro Feld macht. Also sie macht das in drei Feldern. Aber ein Hawk Rider hier und die hinteren Hawk Rider, die waren noch nicht angeschossen. Die waren noch nicht angeschossen und die verlieren ihre Heal Points ohne Ende. Da hat der Hawks verloren hier. Wie blöde. Seht ihr das? Die roten Balken und die waren nicht im Beschuss von nichts. Und die haben 810 Heal Points pro Hawk Rider. Und das zieht diese Falle in keinster Weise ab. Denn wenn man andere Angriffe sich hier anschaut, wo immer Loons in dieser Falle sind oder so, da ist das ganz, ganz anders. Da ist das ganz anders. Die Loons kriegen wirklich nur ganz kleinen Schaden. Sie hängen halt dann die ganze Zeit da in dieser Schleife drin, also in der Tornado-Falle und bekommen natürlich unter Umständen dann Beschuss von anderen Verteidigungseinheiten. Aber ich glaube, das, was wir gerade gesehen haben, ihr könnt das gerne nochmal vor- und zurückspulen. Ich glaube, das war an der Stelle, hat irgendwas hier mit der KI-Physik oder so nicht gestimmt. Waren wir einstimmig der Meinung, ich habe mir das Video oder überhaupt diese Szene hier jetzt 5-6 Mal angeschaut und so schnell wie volle Hawk Rider mit 810 Heal Points hier ihre Heal Points, also ihre Trefferpunkte verloren haben, war das nicht normal. Und das waren bestimmt, also das waren bestimmt 8 Hawks oder so, die ihm dabei dann flöten gegangen sind und die fehlen hier natürlich jetzt in der Base. Deswegen war das hier ein Deep-Fail. Alles nicht so schlimm, aber trotzdem ist es natürlich ein kleiner Aufreger, denn jeder Stern hat uns hier natürlich ein kleines Stück weitergeholfen und 90% sind dann schon sehr, sehr ärgerlich. Also, wenn ihr sowas schon mal hattet, es hat jetzt ein bisschen gedauert bei diesem einen Angriff, war halt mal eine Analyse, dann hinterlasst mir das ruhig unten in den Kommentaren. Ich habe hier auch irgendwo ein bisschen was gemacht. Ich kann ihn ruhig mal vom Schief zeigen. Denn die Bases hier unten waren alle maxed. Alle maxed, also auch die Helden waren maxed. Und jetzt komme ich hier mit meinen Krüppelhelden in diese Base rein. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut gelöst und auch ganz couragiert, weil ich wusste, ich habe auch einen Rathaus 10 noch im Backend, der diese Base dann ganz, ganz sicher macht mit seinen 42 Truppen. Ein Zauber mehr, maxed oder fast maxed Helden. Und ich glaube, an der Stelle hier, Eigenlob stinkt natürlich immer so ein bisschen, klar, it's Ego, aber nur, vielleicht gilt es ja für euch als Rathaus 9er, könnt ihr das aufschnappen, wie man diese Base macht mit den 4 Luftabwehren, die da unmittelbar da bei der Queen rumtänzeln. Also dann eher weniger mit Hawks, weil hier hinten an der Stelle tänzelt noch ein 30er King und Loons tun diesem 30er King dann nicht mehr ganz so weh, muss man sagen, beziehungsweise der King tut den Loons nicht weh. Also hier hinten dann auch gerade mal so den Toll-Tesla mitgenommen, ja, ja, ja.
und danach mit meiner ganz normalen Luftarmee. Die Queen wird jetzt leider zeitlich segnen. Ich habe an der Stelle eigentlich gedacht, ich kann sie noch irgendwie halten, aber war dann doch nicht so. Habe ich übrigens kurzfristig nach dem Livestream gemacht. Ich musste meine Angriffe ja auch noch so ein bisschen koordinieren an dem Tag. Und deswegen ist das hier für mich sehr, sehr spät geworden. Ich wollte mich nicht im Livestream vor so vielen Zuschauern, ich will nicht sagen blamieren, aber dann immer komplett umschalten auf das Tablet, da den Angriff machen und. Das habe ich mir mal nicht angetan im Livestream. Ich hoffe, das seht ihr mir ein bisschen nach. Wir haben trotzdem einen coolen Abend gehabt. Ich musste erstmal gucken, so nach dem Motto, Thorsten, was war hier denn heute Abend los? Und ich war sehr, sehr überrascht, muss ich echt sagen. A, über die Zuschauerzahlen, B, über die Aufrufe, das ist mega, mega, mega gut. Ich glaube, es ist mein zweitbesuchtestes Video bisher in meiner YouTube-Karriere. Ich glaube, ich habe ein Video, was etwas über 10.000 hat. Mein legendärer erster 3-Sterne als Rathaus-10er war das, glaube ich. Das hat etwas über 10.000 Aufrufe. Aber dieses hier wird knapp 7.000 haben. Und darauf bin ich natürlich auch so ein kleines bisschen stolz. Aber ich bin natürlich auch stolz drauf, dass ich auch so viel Zuschauer dann gleichzeitig hatte und wir haben ja gechattet, ich bin ja auch nicht mehr hinterhergekommen. Fatalerweise habe ich auch noch Dorfbesuche gemacht. Mache ich nie wieder zu so einem Zeitpunkt, glaube ich. Wenn, dann mache ich es in den letzten 2 Minuten und verpiesel mich dann ganz schnell oder so, weiß ich noch nicht. Aber es war trotzdem schön. Es war trotzdem cool und wenn es denn euch gefreut hat, freut es mich umso mehr. Und dass ich dann auch noch einen schönen 3-Sterner hier im Fresh-Hit halt hinlege, war ja sicherlich auch ganz nett. Aber wir haben hier auch noch irgendwo, was hatte ich mir denn noch rausgesucht? Hier, ich muss mal eben gucken in den etwas höheren Bereichen, wo wir nicht gedippt haben. Oder wo wir auch gedippt haben, aber die Bases, wo man mal sieht, wie schwer diese Bases eigentlich waren. Ich glaube, es war der Splat hier. Das ist Rathaus 11 auf Rathaus 10, aber ihr seht das hier, sein 11er. Ist halt mit 260 Truppen hat er schon. Aber mit 40er King, 43er Queen und 11er Warden jetzt auch noch nicht so dicke. Ja, also das ist jetzt nicht hier das Wohlfühlpaket, wo du sagst, schnipp, schnipp, 10er, komm her, ich dreier dich sowieso, egal aus welcher Richtung, egal mit welcher Taktik. Nein, nein, das war es hier in gar keinem Fall. Denn die Splitter-Gale, Die hatten schon nette Bases hier, wo wir ran geknabbert haben. Habt ihr, glaube ich, auch im Stream gemerkt. Da wurde ja ein bisschen zaghaft angegriffen an dem Arm, weil wir halt ein bisschen länger zum Überlegen gebraucht haben, wie können wir jetzt an diesen Gegner rangehen. Ich finde, mit 78, 81 haben wir das noch ganz gut gelöst. Und deswegen waren wir auch nicht traurig, dass wir den jetzt verloren haben. Der nächste wird nicht leichter, kann ich euch sagen. Aber es wird in der Regel eher schwerer, als dass es leichter wird. Je höher du auch kommst, je höher jedes einzelne Rathaus hier weiter levelt. Und man muss dann halt an seinen Offensivfähigkeiten etwas mehr arbeiten, sodass man viele Sterne mit vielen, vielen Prozenten hinbekommt. Also nicht nur ein Stern mit 95%. Das ist dann auch ganz, ganz bitter. Ist uns nämlich auch passiert, aber nicht nur uns, auch dem Gegner ist sowas passiert. Also auch der hat hier volles Risiko teilweise gegangen in diese Bases hier oder in unsere Bases. Und oftmals oder nicht oftmals, es ist auch mehrmals schief gegangen. Da sagt sich der Gegner sicherlich auch, okay, ich habe es probiert, hier den vollen 3-Sterne-Angriff auf eine Base zu machen, aber es ist mir halt nicht gelungen. So ist das dann nun mal. Und hier hinten im Backend wird jetzt das Rathaus gemacht, da auch noch eine Bombe, okay, aber er hat hier, glaube ich, reichlich Cleanup. Ja, und so ist es hier auf diese eigentlich recht schwere, doch es ist schon eine nette, knackige Base mit den Hogs, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen. Es sind jetzt zwar noch relativ, oder es sind noch sehr, sehr viel über, aber ich meine, mit einem Rathaus 11, der jetzt, okay, er hat die Hogs auf 7, ja, ich weiß, er hat die Hogs auf 7, aber trotzdem, ihr wisst selber, und das könnt ihr mir, glaube ich, auch bestätigen, ihr wisst selber, das ist alles nicht ganz so einfach, das ist wirklich kein Fingerschnippen und dann bin ich durch, Golem, und ihr seht das hier, also auch die Truppen, da geht noch ein bisschen was, auch beim Splash hier, geht da sicherlich noch, beim Splat, geht da sicherlich noch reichlich was. Aber wie gesagt, wenn ihr auch schon mal so einen Bug hattet, wie ihr mit der komischen Tornado-Falle, ich habe heute extra mal nachgeschaut, was macht die eigentlich? Aha, 3 Teils, 10 Sekunden, 8
per Second, also 80 in den 10 Sekunden, dann kann das so ein Hog Rider mit 810, hat er 810, ja, ne? Er hat, nee. Oh, ich kann ja mal was nachbauen, ne? Train. Wieso habe ich eigentlich nichts nachgebaut? Schnitt. So, nun bin ich fertig mit Nachbauen. Ja, also 810 Trefferpunkte. Entschuldigt bitte. 810 Trefferpunkte. So schnell wie die da runtergerast sind, habt ihr gesehen. Und das war halbe Geschwindigkeit. Das war noch nicht mal erste Geschwindigkeit oder Einser Geschwindigkeit. Dann kann das eigentlich nicht sein im Verhältnis zur Tornadofalle, wie wenig die macht. Und wenn dem so ist oder wenn ich mich verrechnet ist oder hab oder wenn ich was nicht gesehen habe, dann hinterlasst mir das bitte, bitte, bitte unten in die Kommentare, wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Ein Daumen am Ende nach oben und ich wünsche euch einen netten Wochenstart. Bis dahin, euer Toto. Clasht.